Jo, moin Leute, und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Wir spielen heute mal ein paar locker fluffige Runden auf, wie ihr schon sehen solltet, Star Wars Battlefront 2, ja? Star Wars Battlefront 2, mal was anderes. Ich glaube, ich höre nämlich auch mit Minecraft auf. Ich feiere dieses Spiel mega hart und ich mache natürlich dazu auch mehrere Aufnahmen. Auf jeden Fall, ich habe schon Star Wars Battlefront 1 gespielt und ich habe es einfach mega gefeiert. Ich fand es eines der brillantesten Shooter-Games, die momentan auf dem Markt draußen waren. Ja, es ist viel Kritik momentan zu dem Spiel auf dem Markt, aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Denn, wie gesagt, ich finde das Spiel eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, was man daran auszusetzen haben sollte. Ich finde es einfach ein sehr gut gelungenes Spiel von EA. Entschuldigung für den kleinen Blecker, ich musste gerade mein Mikrofon ein bisschen höher stellen, damit ihr mich natürlich auch gut hört. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in ein paar Runden im Multiplayer auf galaktischer Angriff. Übrigens ein zweites, mein Schnittprogramm ist ja wie gesagt kaputt. Ich versuche das natürlich mir jetzt ein neues zu holen, das dauert aber natürlich noch ein bisschen, ja. So 400 Euro sollte das glaube ich kosten, Movie Maker 17. Und, nee, Movie Maker Pro, glaube ich, ist es, von Magix. Ich persönlich benutze nur Magix, weil ich es einfach brillant finde. Deshalb ist das Video heute auch uncut. Das heißt, ich entschuldige mich, wenn ich mich ein paar Mal verspreche. Das ist halt so bei einem Let's Play, wenn man es gerade nicht in der Hand hat, es zu schneiden. Es sollte auf 30 FPS laufen, das Video. Wenn ich mich nicht irre, sehe ich das hier unten gerade bei OBS. Bildfehler sollten jetzt nicht mehr auftreten, beziehungsweise Störgeräusche, weil ich schneide es nicht. Das Problem ist halt, jedes Mal kommen da so ein paar Blecker. So, und hier sind wir auch schon in-game. Wie ihr seht, wir sind hier gerade in der Droidenarmee. Es gibt natürlich vier Klassen, den Angriff, Schwer, Offizier und den Spezialisten. Persönlich bevorzuge ich den Angriff, weil du damit einfach die meisten Punkte kassierst. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich habe das Spiel erst vor einer Woche angefangen und habe da auch noch nicht so viel dran gespielt. Deshalb habe ich mir das extra aufgehoben, dass wir da natürlich noch Zeit haben, das zu erkundschaften. Roger, Roger. Genau, Roger, Roger, sage ich auch nur immer. Allein, wenn ihr euch mal diese Grafik anschaut, das ist einfach brillant. Also dieses Spiel ist echt der Hammer. Ich finde das brillant. Und ja, es kann sein, dass das jetzt gerade ein bisschen laut ist. Und da bin ich schon tot. Ja, moin. Ach komm. So. Jetzt müsste es eigentlich besser sein. Bin ich kurz einmal hier rausgegangen. Und dann sind wir auch schon direkt wieder drin. Das machen wir jetzt natürlich die Runde. Jetzt geht's nämlich richtig los, meine Freunde. Ich bin... Ich würde mich nicht selber als sehr gut bezeichnen, aber so ein paar Sachen habe ich schon drauf. Ja, da haben wir den ersten Kill, meine Freunde. Aber der sah auch nicht gerade sehr, aktiv aus. Natürlich immer, ich habe da einen kleinen Tipp, immer in Third Person gehen, wenn ihr nicht gerade irgendwie sniden wollt, weil da seht ihr natürlich die meisten Gegner. Ionenschaden an einem Transporter. Da kriege ich hier gerade ein paar Hits. Muss mal ein bisschen ausweichen. Das ist ein Sniper und da bin ich tot, ja. Genau, also die Sniperwaffe ist hier natürlich auf der Map ziemlich OP. Und, oh, wir können mal diesen Panzer hier steuern. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, den MTT. Müsste man auch aus Episode 1 kennen. Wie gesagt, ich bin ein großer Star Wars Fan. Transporter getroffen! So, haben wir den mal. So, Headshot. Gleich der nächste weg. So machen wir das, Leute. Keine Gnade für das Imperium. Ich meine natürlich für die guten Trooper. Woher waren denn die Clone Trooper natürlich die guten? Mein Aim ist aber auch gerade nicht so gut. Schilder hoch.
ganz gute Punkte. Es ist natürlich das neue Prinzip mit den sogenannten Battle Points. Das heißt, je mehr Punkte ihr in-game erhaltet, desto mehr Sachen könnt ihr euch natürlich auch kaufen. Und da ist unsere Zeit als der wunderschöne MTT vorbei. Wieder ins Gefecht. Und da haben wir gleich den nächsten Kill, Leute. Ich würde sagen, es läuft eigentlich ganz gut. So, natürlich wieder immer schön in die Third-Person-Perspektive umschalten. Also persönlich macht mir auch die Third-Person-Perspektive ziemlich viel Spaß. Ich muss mal kurz hier ein bisschen besser sein. Genau, jetzt hört er mich auch besser. So. Entschuldige mich, wie gesagt, für kleine Unannehmlichkeiten, falls es mal zu Versprechern kommen sollte. Ist jetzt natürlich ein Uncut Let's Play. Dafür seht ihr mehr die Verpatzer, die ich öfters mal mache. Ich meine, ist ja eigentlich auch normal. Können wir jetzt nicht so viel machen. Keine Granate hin. Wenn wir jetzt einen Kill bekommen, dann bin ich natürlich sehr gut geworden. Aber da ist natürlich leider kein Kill. Ich würde sagen, der hat verschissen bei mir. So, da ist unser lieber Freund, der hilft uns natürlich hier auch fleißig. Und den nächsten Kill. Vielleicht den nächsten Kill. Ja, da sind wir down. Ja, da hätte ich ausweichen müssen. Also was ich auch empfehlen kann beim beim Angriffstruppler natürlich immer die Ausweichrolle benutzen, weil das ist das Wichtigste bei dem Charakter. Und ich glaube, ich nehme diesmal den Spezialisten mal. Können wir uns den mal anschauen. Ich werde jetzt mal alle Klassen ein bisschen durchspielen. Wenn ich auch... Achso, hier seht ihr übrigens gerade die F, das heißt, ihr könnt eure Gegner scouten. Ich habe gerade ein bisschen getroffen. Und diesmal ist es kein manuelles Abkühlen, sondern ihr müsst was klaren machen. Jetzt treffe ich die gerade nicht. Okay, ich glaube, ich bin nicht so gut mit dem Sniper. Aber ich glaube auch nicht, dass das gerade das Position ist. Ja. Leute, ich glaube, wir schalten doch lieber zum Angriff über, denn die machen richtig viel Damage, wenn man sie richtig gut spielen kann, wie ich. So. Haben wir das ja auch mal. Lautstärke kann ich ein bisschen lauter stellen. Ich stelle sie mal so auf 60. So, Mikrofon tue ich ein bisschen weiter weg. Ich glaube, wissen tut ihr schon, ich nehme mit OBS auf. Ich finde es ein sehr schönes Aufnahmeprogramm, weil es ist einfach auch, ja, der hat es einfach gut. Und, also echt, diese Sniper, die geben mir langsam auf der Map auf den Wecker, ey. So, und jetzt haben wir auch eine wunderschöne Verstärkung zur Verfügung. Das sind die Battle Points. Wir können jetzt hier zum Beispiel einen Superkampfdroiden B2 benutzen oder einen Raketendroiden. Möchte ich aber eigentlich gar nicht, denn ich möchte sparen auf Kylo Ren natürlich. Darth Maul wäre hier für 6000. Die müssen wir echt erst freischalten durch die Kampagne. Ist auch bis jetzt einer von den Star Wars Teilen der erste, der eine richtige Kampagne hat. Denn vorher konnte man nur sowas wie Training machen, beziehungsweise das Überleben, falls ihr es kennt, bei Star Wars Battlefront 1. Das war jetzt natürlich nicht so der Hammer, aber dafür geht die Kampagne hier auch nur 120 Minuten, wenn ich mich nicht irre, wenn man gut spielt. Spaß machen tut sie, aber trotzdem ist es einfach... auch meine Abwechslung, weil es eine Geschichte ist, die vorher noch nicht erzählt wurde. Denn, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, es geht um einen Offizier aus der Galaktischen, aus dem Imperium. Ihr spielt die sozusagen. Ich glaube, sie heißt Ivy. Ich habe die Kampagne jetzt noch nicht gespielt, weil ich das erst später aufgehoben habe, wenn ich auch ja, qualitativ da bin. Oh. Ja, wir uns sogar noch von hinten wegbekommen. Ich nehme jetzt mal einfach mal den schweren. So. Da bin ich momentan auch noch Level 0, wie gesagt, noch nicht so weit. Es gibt natürlich schon Leute wie hier, Offizier, Level 20. Das muss man natürlich auch erstmal hinbekommen. Der spielt halt einfach schon länger. So.
Apropos, zweites ist, was hinzugefügt würde, euer sogenannter Trupp. Das heißt, ihr müsst in eurem Trupp stehen. Der wird auch euch gelb angezeigt. Da habe ich gerade eine Granate in die Fresse bekommen. Das ist natürlich nicht so schön. So. Scheiße. Ach, Sniper. Nee, diesmal war es sogar kein Sniper. Die schwere Klasse ist eigentlich auch relativ gut, wenn man weiß, wie man sie spielt. Sie ist halt verstreuen, also mit der kann man halt nicht so von der Ferne rein, sondern sollte eher so, ja, 10, 15 Meter vom Gegner stehen oder einfach mal, wenn man hinten flankt, ein bisschen reinballern, um die Gegner hinten zu halten. Ist natürlich sehr praktisch bei der Klasse. Nachladen, weitere Gummidee von mir. Die Helden sind auch nicht mehr so OP wie im letzten Star Wars Teil. Denn diesmal haben sie ihre eigene Lebensbar und die läuft tatsächlich sehr schnell runter. Denn ihr habt, glaube ich, mit jedem Helden 650 Leben, wenn ich mich nicht irre. Ihr habt natürlich ein paar Fähigkeiten, die euch einen Verteidigungsboost geben oder so weiter. Aber ihr könnt wirklich als Clone Trooper oder auch als Droide wie hier die Helden ganz leicht besiegen. Sehr schön. Und ihr seht, es macht nicht so viel Schaden. Also ihr müsst wirklich schon vor dem Gegner stehen, dass ihr den richtig wegklatschen könnt. Bekommen wir unsere Rache. Jetzt haben wir Darth Maul bei uns im Team. Ja, finde ich immer sehr schön. Großartige Hilfe. Persönlich finde ich Kylo Ren besser als Darth Maul, aber ist halt eben seine Sache, gell? Ob er halt mit ihm besser spielen kann. Ihm soll das natürlich nicht verwehrt sein. Ich merke gerade, bis jetzt habe ich noch nicht so viele verpatzte Sachen hier drin. Ich bin jetzt, wie gesagt, diese eine Runde sollte, glaube ich, so 30 Minuten gehen. Alle Einheiten, bereit machen zum Und da ist jetzt ein Wookie, da sollten wir vielleicht nicht reinrennen. Neuer Feind geortet. Aber so schnell kommen wir da jetzt auch nicht weg. Aber wie ihr seht, ich habe ihm sehr viel Leben weggeklatscht. Also der ist wirklich jetzt schon fast tot. Also ihr macht richtig Damage an denen. Die sind nicht mehr so OP wie früher. Da musste man noch ein bisschen nachhackeln und brauchte nicht alleine reinzugehen, weil die haben euch einfach weggenatzt, so jemand wie Darth Vader oder andere. Aber diesmal ist es echt gut. Man kann die auch einfach mal im Alleingang besiegen. Aber soll uns das Thema jetzt auch nicht weiter mehr interessieren, sondern kommen wir wieder zurück zu unserer Einheit bzw. unserem Trupp. Es sind jeweils 4 Leute. Falls nicht einer disconnected, sollte wieder ein neuer hinzugefügt werden. Entschuldigung. Wie ihr seht, der hier vorne ist gerade mein Truppenmitglied, ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen angeschossen. Hoffe, das tat ihm nicht zu sehr weh, aber so, schossen wieder. Granate auf den Weg. So. Das ist ganz Granate ist schon durch. Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Okay. Okay, da waren jetzt einfach zu viele. Da waren jetzt 5 Leute. Gut. Die hatten auch bessere Starcards. Und ich sehe gerade, wir können bald Kylo Ren nehmen. Darth Maul natürlich. Ich werde dann auch einfach mal ihn probieren. Also normalerweise nehme ich, wie gesagt, Kylo Ren. Aber sonst jetzt nicht dran. Ändern. So. Hier sehen wir jetzt hat hier auch jemand von uns diesen AP-Droiden. Und wir sind jetzt, glaube ich, nur 3 im Trupp. Wir sind 4 von der einen. Wir können auch die Schiffe wirklich relativ leicht vom Himmel ballern, wenn man mal gut aimt. Der ist nicht gerade so präzise. Also mit ihm hier müsst ihr wirklich nah dran gehen, wie gesagt. Aber ich finde eigentlich, also viele sagen, der Angriffstruppler, beziehungsweise der Angriffsdruide, beziehungsweise insgesamt die Angriffsklasse, das waren jetzt viele beziehungsweise, ist nicht gut im Fettkampf. Also ich finde tatsächlich, sie macht mehr Damage und trifft häufiger als mit einem Spezialisten. Also ich finde sie tatsächlich besser als bis jetzt alle anderen Klassen. Aber ist natürlich auch nur eine persönliche Meinung. Könnt ihr euch natürlich die eigene Meinung bilden. Könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Star Wars Battlefront 2 steht. Und ob ihr das Spiel persönlich mögt oder ob ihr es doch lieber hasst. Und jetzt regeneriere ich gerade auch mal ein bisschen Leben, damit ihr länger stehen bleibt. Sniper aber auch, ey. Klatschen. Granate auf dem Weg. So, ich habe auch noch die F-Attacke ist sozusagen so ein Sonar. Was auch so eine kleine Challenge. Du kannst natürlich mehrere Gegner dadurch aufspüren, wenn du sie in den richtigen Korridoren platzierst. Ich
ich benutze eigentlich immer ganz gerne. Die E werde ich euch jetzt gleich mal demonstrieren, wenn ich da mal ein bisschen reinrenne. Ist eine Schrotflinte. So, haben wir den mal ausgelöscht. Ist wie gesagt eine Schrotflinte, hat aber eine zeitliche Begrenzung. Ist persönlich nicht mein Favorite. Seine Sache. Ihr kennt die Macht der dunklen Zeit. Da ist jetzt Yoda und da hatten wir natürlich jetzt keine Chance, weil wir sind mit ihm reingerannt. Und wie ihr seht, 700 Leben hat er. Und dann nehmen wir einfach mal Darth Maul, aber der geht leider nicht, denn der ist bereits jemand am Spielen mit Darth Maul. Und wir sind 6. Platz, wow. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so gut sind. Ich meine, für Level 6er wie mich, Anfänger, ist das eine relativ gute Punktzahl hier. Aber wie gesagt, den ersten Teil habe ich durchgespielt. Dazu habe ich jetzt natürlich kein Let's Play rausgebracht. Das ist auch ein bisschen zu lange her. Ich habe es auf der Xbox gespielt und auf dem PC. Ja. So, was wir jetzt gerade hier machen müssen, ist Scheiße, das ist Yoda da hinten. Oh, mal Leute, muss ich jetzt mal so dran. Oh, hab ich ihn noch played? Warte, oh, ich dachte schon, wir hätten gleich Yoda. Aber was? Also eben gerade sah da aber was anderes aus. Ja gut, jetzt können wir Darth Maul spielen. Da freue ich mich jetzt sehr drauf, Leute. Unser erster Held in diesem Let's Play. Ich finde persönlich Kylo Ren besser, habe ich schon gesagt. Aber er ist halt einfach agiler Kylo Ren. Aber ja, hier ist eigentlich auch ganz cool. Ist bekannt aus Star Wars Episode 1, wo er Qui-Gon umgebracht hat. Natürlich eine tragische Szene für Star Wars Fans, denn Qui-Gon war eigentlich ein sehr cooler Charakter. So, als nächstes müssen wir jetzt hier drüben die ausmerzen. Ich werde jetzt auch mal versuchen, Yoda Platz zu machen, weil der ist mir persönlich gerade ein bisschen zu stark vor. So, was sniped da gerade einer von den Platten für mich? Sag mal, kannst du mir aufhören, mich zu snipen? Das war jetzt vielleicht nicht gerade. Ja, da sind wir auch direkt down. Also Leute, ihr seht, Yoda ist hier auch sehr overpowered, weil der ist einfach schnell und flink. Was wir jetzt auch mal ausprobieren können. Wir können jetzt auch mal gerne den Tri-Jäger benutzen. Ich glaube, ist bekannt aus Episode 3. Aber lassen wir das jetzt, wo die alle her sind. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Es gibt nämlich jetzt ein neues Prinzip. Ihr könnt nicht mehr richtig anvisieren. Also ihr habt so einen Punkt. Und er müsste jetzt ungefähr drauf aimen. Seht ihr da? Da ist der Punkt. Wenn ich da jetzt zum Beispiel drauf aime, mache ich Schaden. War auch nicht so viel gerade. Sag mal, die snipe mich ja aber auch alle weg. Also in der Luft bin ich persönlich jetzt nicht so gut. Man glaube ich auch gesehen. Luft finde ich nicht so geil. Wir haben gerade ein relatives Team. Mein Level 1, 2. Entschuldigung, ich meine natürlich. Ja, doch, Level 1, 2. Ist gerade hier in unserem Trupp. So, jetzt mal hier einfach den Lappen da hinten zu snipen. Snipen finde ich persönlich ein bisschen schwer, aber ihr habt natürlich den Vorteil, ihr seht die Sniper, denn die werden euch durch ein Licht angezeigt. So, ihr müsst euch das vorstellen, Sniper kommt, ihr seht den direkt. Alle Truppen bereit machen. Das sind die auch momentan echt gut. Also, ihr habt auch dieses Verhältnis, dass wenn ihr drin seid und direkt nach draußen guckt, habt ihr diese Blurness. Das heißt, ihr seht sozusagen erst nur weiß, wie im Echtleben. Das soll den Realismus vergrößern. Han Solo, ich bin der Kapitän des Millennium Falcon. Können wir jetzt mal ein Kill machen? Wir haben die Verteidigung des Häusers eliminiert. Aber der Widerstand der Klone ist nicht hinnehmbar. Freut den Bereich von verbliebenen Trunks und macht euch bereit für Phase 3. Jo, Leute. Der hatte das verbesserte Geschütz, ist beim, glaub, schweren Truppler mit dabei. Wir können jetzt tatsächlich mal versuchen, einen von diesen Kampfdruppen zu nehmen. So. Jetzt haben wir auch mal einen von den Kampfdruiden hier. Ihr seid mit den Helden leider immer nur in der Third Person, wenn ich mich nicht irre. Wollten die da aber noch irgendwas zu fixen? Also die wollten da noch irgendwas verbessern, dass ihr auch in die First Person gehen könnt. Jetzt zwar nicht mit Darth Maul,
es euch, glaube ich, auch wenig, wenn ihr mit Darth Maul in der First Person seid. Aber mit Charakteren wie, ach komm, sag schon. Wie dem Droiden hier gerade. Ach komm, wie heißt er denn? Ich vergesse manchmal Namen, Entschuldigung. Mit dem könnt ihr natürlich dann besser aim in der First Person. Oh. Haben wir jetzt leider keinen getroffen. Und ihr dürft euch nicht wundern, es ist manchmal verwirrend, denn ihr denkt, ihr bekommt am Anfang ganz viele Kills, aber eigentlich sind es nur Kill Assists. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen verwundert. Ich dachte, ich bekomme richtig hammer viele Kills und habe mich schon ganz toll gefreut, bis ich dann irgendwann auch erfahren habe, dass das eigentlich... Jetzt hat mich Judah wieder platt gemacht, dieser kleine Flinkerdeed, Alter. Ja gut, aber da kann man auch nichts zu sagen. Wo ist er denn? Der... Ach, von wem wurde ich jetzt... Nee, das war der andere. Entschuldigung, das war der Trisabako. Der war jetzt nicht, oder? Aber ich muss auch sagen, die sind ziemlich OP, die Helden. Immer noch, trotzdem. Der ist jetzt gerade auch heim. Oh, da ist Darth Vader jetzt gerade. Ich wusste gar nicht, dass man den hier spielen kann. Warum hat er so komische... Ich weiß gar nicht, ob es hier Skins gibt. Ich habe das noch nicht herausgefunden, ob es Skins gibt oder so. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube schon, dass es Skins gibt. Ich habe gewartet. Müssen wir jetzt mal kurz umbringen. Oh, wir haben Luke getötet. Da seht ihr mal, wie leicht das geht, aber der war jetzt natürlich auch angeschlagen. Aber ihr bekommt auf jeden Fall einen Haufen Punkte, wenn ihr einen Helden tötet. Ich glaube, ihr bekommt so um die 200 oder 600, wenn ihr den komplett alleine tötet. Aber wenn man da schon als Sniper ist und dem gut Schaden macht, ist das natürlich schon ausreichend, dass das Team einen klaren Vorteil hat. Ihr bekommt, glaube ich, ja, da unten seht ihr es, mal 2 Punkte, beziehungsweise seht gerade, dass wir hier alle in dem Trupp sind. Desto mehr in dem Trupp sind, desto mehr Punkte bekommt ihr, beziehungsweise desto näher ihr an den Truppenmitgliedern seid, an den Truppenmitgliedern. Desto mehr Punkte bekommt ihr. Da seht ihr jetzt mal den Star Wars Charakter aus der Kampagne. Ich finde sie persönlich eigentlich sehr gut mit ihrer Attacke. Da ist gerade Ray unterwegs. Ja, wir haben sie getötet, wir haben sie getötet. Aber was geht gerade bei mir falsch? Okay, das war jetzt verstörend. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ach, scheiße. Da braucht ihr halt nur reinballern, wenn ihr da ein gutes Blastergewehr habt. Und dann habt ihr da schon ein paar Kills. Das ist jetzt nicht gerade das Beste von mir auch gewesen. Entschuldigung, ich will mal dazwischen quatschen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen leiser zu sein. Lasst auf jeden Fall auch mal ein Abo und ein Like da. Und kommentieren natürlich nicht vergessen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und ihr mehr von Star Wars Battlefront sehen wollt. Ich glaube, ich werde jetzt 3, 4, 5 Episoden machen. Und wenn ihr mehr wollt, dann... lasst natürlich erstmal einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ihr das auch sehen wollt. Da haben wir gerade sogar jemanden mit der Granate erwischt. Sogar ein 2er-Kill, serious? Bitte sag mir 3. Ah, schade. Oh. Scheiße. Okay, da konnte ich jetzt nicht raus, da war ich gerade unaufmerksam. Okay, wir schaffen das jetzt, Leute. Wir haben jetzt sogar 2 Helden hier in unserem Trupp, ist natürlich immer... Euer Schicksal liegt in meiner Hand. Sehr gut, wenn ihr da ein bisschen Support habt. Und ihr bekommt natürlich auch mehr Punkte dadurch, weil die Helden einfach auch euch ein bisschen boosten. Und da sind wir aber leider schon vorbei. Da brauchte ich gar nicht mehr reinrennen. Das war jetzt toll. Von dem Map-Design her finde ich natürlich das Spiel auch überragend. Da haben wir leider verloren, scheiße. Na, ich dachte, wir schaffen es noch. Gut. Würde sagen, das war's, meine lieben Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen, wenn euch Star Wars Battlefront genauso gefällt wie mir. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen, euer Creepminer.